Hi Leute und willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ich wollte eigentlich gerade eine neue Quest annehmen, da habe ich gesehen, dass eine neue Nachricht in meiner Box ist und die ist von Willi und er hat uns eine Axt geschenkt. Die für Angriffskraft und die ist nicht mal voll. Okay. Dann werden wir mal schauen, was wir Grüße, Eivor. Machen können. Ich möchte die Bündniskarte einsehen. So, das hatten wir jetzt alles. Das gehört da alles mit zu. Schön. Hightam erhielt eine Nachricht aus Winchester. Von jemandem, der sich armer Mitstreiter Christi nennt. Dein verborgener Verbündeter. Spannend. Mehr Ziele, vermute ich. Ja. Was meinst du? Könnte das eine Falle sein? Als Festung der Westsachsen wird Winchester ein wenig freundlicher Ort für dich sein. Aber damit weißt du schon umzugehen. Wenn du gehst, halt dich zurück. Genau, das ist die Stadt halt, nicht? Der Brief schickt mich nach Winchester. Ich soll einen Mann in Weiß in einem Gotteshaus treffen. Ihm soll ich sagen, kommt Übermut, so kommt auch Schande. Bei den Bescheidenen aber ist Weisheit. Ein Abschnitt ihres heiligen Buches, glaube ich. Interessant. Geh mit Bedacht. Okay, das habe ich gesehen, das ist neu. Man kann die Punkte automatisch verteilen lassen. Also, man sucht sich denn nicht aus, wohin die gehen. Die Punkte fangen sich an, einfach von der Mitte gleichmäßig in alle Richtungen zu verteilen. Sie ist sehr, sehr komisch. Aber halt, nice Funktion, wenn man mal alles resetten möchte und dann mal so müssen was neu verteilen möchte. Aber es werden natürlich auch dann auch Punkte in Sachen reingesteckt, die man vielleicht nicht möchte. So. Das letzte, was ich eigentlich noch haben will, ist hier einmal das Leben. Hier nochmal Schaden. Hier war Schild. Nee. Damit ich mir das merke, so ein bisschen. Nö. Hier war nochmal. Nee. Auch nicht. Also es ist nicht mehr viel drauf, was ich gerne hätte. Das ist das Problem. Ich will kein Blockenzeug. Ich will keinen Fähigkeitsschaden. Ich will kein Kopftrefferschaden, ich will keinen Assassinenschaden. Attentäterschaden. Hier sowas. Ja. Fähigkeitsschaden nie. Widerstand würde ich noch nehmen. Schleichen zum Beispiel. Kein Mensch. Das würden wir auch noch nehmen. Widerstand vielleicht, der Attack auch noch. Fähigkeit Chanü. Attentäter Chanü. Ok.
Geschoss um, ne, auch Schwachsinn. Raben brauchen wir auch nicht, weil wir keine Rabenrüstung nutzen. Es ist sehr kompliziert. Ich meine, letztendlich sollte man irgendwie mal alles nehmen, aber... Okay, jetzt sagt uns das Spiel, hey. Versuch mal da hinten hinzukommen. Ohne dass sich jemand umbringt. Weil die alle in dem Gebiet viel zu hoch für dich sind. Findest du in der Straße? Okay. Findest du auch da hinten hin? Okay, so viele Gegner habe ich noch nie an einer Straßenkreuzung gesehen. Was war denn das gerade? War es Zufall, dass die alle an derselben Kreuzung gerade gegangen sind? Sie für mich sühnen. Wenn ich entdeckt werde, wird das unschön. Also da wollen wir hin. Ja, ja. Bleib stehen. Danke. Aha. Aha. Gibt vielleicht 3 Punkte. Ja, das ist ja... Hätten wir mal 1 Punkt näher an die Stadt rangestellt, anstatt 3 in die Stadt rein. Gib mir lieber gratis Stuff und keine XP. Das Zentrum von König Alfreds Macht, wo man bis zum Knöchel in Scheiße versinkt. Ich finde den Mann in Weiß im Haus ihres Gottes. Erstmal findest du ein Gebäude mit einem hohen Dach. Alles andere machen wir später. Das muss der Tempel ihres scheuen Gottes sein. Sie haben ihm ein prächtiges Haus errichtet. Ja. Ja.
Oh ja, ich ist ja gar nicht. Aha. Das ist ja interessant. Direkt Loot unter uns. So. Wir müssen durch. Naja. Irgendwie ist das zu leicht. Demütig wie ein Lamm. Doch Gott hat Elfried an seine Seite gestellt. Und Elfried folgte dem Mut. Sein Körper wurde zur Erde und seine Schwester trauerte um diesen berühmten und beliebten Mann. Ich preise diesen Mann, auf dass wir sein Andenken in Ehren halten. Requiem. Entschuldigung, die Ludgier kickt sich. Das da weiter. Aha. 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 Guten Tag. Verdammt. Ich muss doch noch einen Typen mit einem Schlüssel töten. Ich habe es eben schon gesehen, dass ein paar Schlüssel da sind, aber ich hatte gehofft, dass wir, nee, dass wir die nicht brauchen. Dänen kommt in mein Gotteshaus auf der Suche nach Gottes Vergebung, wie ich hoffe. Dein Herr Jesus kann warten. Ich bin hier, um dich zu sehen. Ist dem so? Kommt Übermut, so kommt auch Schande. Bei den Bescheidenen aber ist Weisheit. Du kennst diese Worte und du weißt, warum ich sie zu dir sage. In der Tat. Doch bin ich noch nicht überzeugt, ob du für die Aufgabe geeignet bist. Wie Jesus zu Thomas sprach. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Berichte vom Weg Jesu Christi in der richtigen Reihenfolge. Nur dann triffst du meinen Herrn. Verdammt. Echt, ich muss diesen Scheiß erst machen gehen. Wenn ich zu deiner Laute tanzen soll, gib mir die Schritte vor. Derlei Weisheit findet sich in Büchern. Es gab viele davon in Englerland, bevor die Dänen unsere Kirchen niederbrannten. Nur wenige sind geblieben. Vielleicht erbarmt sich auch eine fromme Seele in Not und erteilt dir eine Lektion. Ich berichte dir später davon. Auf Wiedersehen. Verarschen. Ich geh mir jetzt erst jemanden erschlagen, der einen Schlüssel hat. Was haltet ihr davon? Von den Toten auferstanden? Ein hübsches Kunststück und gar nicht so leicht. Schlüssel. Hopp.
Bruno. Er nahm ein Bad im Fluss. Ein reinigendes Bad bringt sie ihrem Gott also näher. Dass das der Schlüssel ist, den wir brauchen. Na, na. Jetzt. Okay. Ich brauche noch ein Hinweis. Es muss irgendwas anderes sein, es wird nicht für die Kirche sein. Hast du einen Moment, um über unseren Herrn und Erlöser zu sprechen? Jesus, das Licht der Welt? Für eine Münze erzähle ich dir von ihm. Aha, eine. Hier steht, du willst 115, du Assi. Hier, für deine Mühen. Du ehrst die großen Taten des Herrn mit deiner Barmherzigkeit. Gottes Atem berührte den Jordan und in ihm wurde Jesus von seinen Sünden befreit. Ein heiliger Fluss? Er stieg mit seinen Jüngern auf einen Berg. Sein Gesicht erstrahlte wie die Sonne und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Auch Balder ist so hell wie die Sonne. Bei seinem Grabe erbebte die Erde und ein Engel erschien, der sie fragte, warum sie unter den Toten nach einem Lebenden suchten, denn er ward auferstanden. Hübsche Geschichte, alter Mann. Und gib das Geld lieber für Brot und nicht für Ale aus. Abgezogen. Weißt du, hast mal eine Münze, dann will er 115 haben. Na, bleib doch nicht da hängen. Wasser, Licht und Erde? Wow. Nenne Christi Station der Reihe nach. Gottes Atem berührte den... Seine Taufe. Auf dem Berg erstrahlte sein... Seine Verwandlung. Die Frauen kamen mit Opfergaben, doch fanden sie ihn nicht, als sie ihn bei den Toten suchten. Seine Auferstehung. Und Jesus sprach, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt... Der wird nicht wandeln in der Finsternis. Sehr gut. Genug der Rätsel. Diese Entscheidung liegt nicht bei mir, denn ich war es nicht, der dich rufen ließ. Wenn du folgst, führe ich dich zu ihm. Komm. Wie wäre es, wenn du mir zu jemanden schickst, der noch einen Schlüssel hat? Oder ich guck mal danach. Okay. Verdammt, es ist draußen. Ich habe dein Rätsel gelöst. Du antwortest mit Schweigen. Wen soll ich treffen? Selbst einen Narren hält man für weise, solange er den Mund hält. Aber Menschen werden weise, wenn sie mit anderen sprechen. Wenn sie immer nur schweigen, verdummen sie. Still! Dein Gerede beleidigt das Ohr des Herrn. Wir sind hier! Möge unser Herr Christus, dessen Zorn die Unreinen vertreibt, einen starken Pakt mit mir eingehen. War Gottes Lehre aufschlussreich? Ich habe gelernt, dass euer Gott den Tod fürchtet, so wie meine Götter, so wie jeder.
Und doch können wir durch unseren Herrn in seiner Gnade das ewige Leben erlangen. Diese Kleinigkeit ist dir vielleicht entgangen. Neigen alle Priester in Winchester im selben Maß zur Dramatik? Du riskierst dein Leben, König Alfred. Ich wollte mit dir auf Augenhöhe sprechen. Gelten die Gesetze der dänischen Gastfreundschaft nicht in Westsexe? Du hast mein Jarl dieser Hündin Fulke vom Orden der Ältesten zum Fraß vorgeworfen. Fulke war eine Feindin von Westsexe. Doch anscheinend hat schon jemand mein Land von dieser Gefahr befreit. Falls du es noch nicht gehört hast, das war ich. Beeindruckend. Das war sicher ein herber Schlag für den Orden der Ältesten. Was weißt du über diesen Orden? Nur dies und wenig mehr. Dieser Brief aus der Feder eines armen Mitstreiters Christi warnte mich vor einer Verschwörung gegen mein Leben. Der Galgen, die Feder, der Sachs. Drei Männer, die dich töten wollen. Es sind nur noch zwei. Bischof Elchfried ist tot. Er war der Sachs, soweit ich das beurteilen kann. Und ein demütiger Diener deines Gottes. Das muss wehtun. Und doch hat sein Tod die christliche Gemeinde in Winchester gestärkt. Ich hoffe, der Tod seiner Kumpanen bewirkt dasselbe. So viele Lügen im Namen deines Gottes. Vielleicht ist er nicht stark genug, dir zu helfen. Mein Gott ist der Allmächtige. Aber meine Feinde sind zahlreich und mein Thron ist noch jung. Diese Tode dürfen nicht auf mich zurückfallen. Ich sollte dich dem Orden überlassen. Das würde die Eroberung Englerlands beschleunigen. Auch wenn du die Staatsorgane entfernst, bleibt die Krankheit bestehen. Dann versprich mir eine Belohnung, über die man Lieder singt. Das Gewicht eines Königs in Silber. Nun gut. So viel Silber, wie du tragen kannst. Heute früh war Greve Godwin nicht auf seinem Posten. Ein Vertrauter von dir? Godwin ging den Hinweisen aus diesem Brief nach, als er verschwand. Wo wurde er zuletzt gesehen? Bei seinem Haus am Westtor. Vielleicht findest du dort etwas. Eivor, nimm dich zusammen, solange du mein Gast bist. Meine Stadt ist kein Schlachtfeld. Noch nicht, großer König, aber der Tag wird kommen. Als ob. Mann, 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 Mann. Muss auch schon den Bösen helfen, also... Nicht böse, böse, aber... Ich muss diesen Greve Godwin... Ich muss diesen Greve Godwin finden. So. Da irgendwo ist noch ein Schlüssel und das ist außerhalb, oder? Drinne. Sieh mal nach, Sühnen.
Das scheint oben noch drinnen zu sein. Das ist wieder der Falsche. Mann, wie komme ich doch gerade her? Ich nehme lieber diese Nieten. Als ob. Hallo, runter. Was ist mit dir los? Nein. Danke, ja. Jetzt. Sehen, was du siehst. What the heck? Hä? Ich habe jetzt 3 Schlüssel und keiner gehört zu der Truhe. Ja, es geht wohl nicht ohne Gewalt in der Stadt. Müssen ein paar Leute verprügeln, die Schlüssel haben oder was. Jetzt habe ich 3 Schlüssel, wo ich nicht weiß, wo die hingehören. Genau, weil du nicht einfach über die Sonne kannst. Was ist die Sonne? Geh da rüber. Was ist da? Assassinen verstellen. Sie wurde wohl verriegelt. Man sieht wieder mal nichts. Kann das sein, dass das der Ausgang von dem Versteck ist, oder? Ah, nee. Da hast du.
nö. Das muss durchs Wasser gehen. Oder? Ist bei sowas kann man ganz schön lang umherrätseln, wenn du denn da stehst, Nick, hä? Wieder raus. Das steht das dazu. Also man müsste die ganze Zeit die ganzen Ölgefäße mit sich mitschleppen, wenn man die Pfeile nicht hat. Kritischer Schaden wird nach jedem Treffer erhöht. Okay. Kochmesser. Und eine neue Codex-Seite. Sehr schön. Öldinger nehmen, dahin schmeißen. Das zweite Ding nehmen, nachdem man runtergetaucht ist, komplett durchlaufen und dann die Wand auflegen. Bisschen nervig. Aber nein, ja. Ansonsten ist hier aber nichts mehr, ne? Nee. Nö, 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 nö. Ja, du das weiter. Lange. Los! Die Kamera denkt sich, hey. Dann halt nicht. Okay, wir machen hier im nächsten Part weiter. Ciao, Leute.